Hallo Freunde des geliebten Fußballmanager 12. Ja, es geht weiter hier. Das erste Saisonspiel steht an gegen Bayern München. Ja. Schauen wir mal, was dabei rauskommt, ne? Hier sieht man es nochmal. Jo. Erster Spieltag, jetzt geht's los. Ja, ich glaube, da sind wir uns jetzt alle einig, dass wir uns da von beiden Teams nicht, von München Gladbach mit Auto davon erwarten sollten. Ist ja immer noch Gladbach, ne? Und nicht irgendwas anderes wäre zum Beispiel Dortmund oder ähnliches. Ja, ich tue jetzt erstmal die formschwachen Spiele raus. Ich gebe einfach mal Ozu das Vertrauen. Mal schauen, wie sich der so schlägt. Du hast gut trainiert. Gewinnt da erstmal wieder 3 Moralpunkte. Jetzt sind wir bei den Baukosten bereits auch wieder im Plus. Ja, ist recht schön. Moritz Leitner würde ich jetzt sofort gleich reintun. Für ja, Nordfight. Nordfight werde ich aber für Lecky raustun. Bei Nordfight glaube ich ja rechts ein bisschen. Ja, kann nicht, aber ist egal. Der muss irgendwie hinbekommen. Er kann ja auch notfalls rechts Mittelfeld spielen. Dann klappt es schon. So. Dann würde ich noch gerne jedem was sagen, dass die Form vielleicht, die Moral vielleicht ein bisschen höher geht und wir dann eher Chancen haben zum Gewinn. Jo, du hast gut trainiert, Ter Stegen. Gewinnt auch mal wieder 3. Ebenfalls Darms. Stranzl sollte einfach mal, ich brauche dich im nächsten Spiel in Topform. Er verspricht sich reinzuhängen. Dante, ganz klar. Gib ihm Training alles. Bukelli, 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 Bukelli. Du hast gut trainiert. Ja, ich finde gestinkt. 1,7 ist er wert. Für 1,3 haben wir uns geholt. Hat davor in Olympique Marseille schon mal gespielt. Ja, ist kein schlechter. Gut, bevor ich das jetzt dann vergesse, würde ich mir dann noch schnell einen Spieler anschauen. Und zwar ist das der Herr Bittencourt. Wer kennt denn der ein oder andere von euch? Bittencourt, Bittencourt. Gibt es den gar nicht? Bittencourt. Anscheinend gibt es ihn nicht. Aber das sollte eigentlich so heißen, oder? Bittencourt. Ja, dann macht jetzt auch nichts. Ich schaue dann nur mal nach, wenn ich die Aufnahmen hier beende, und dann beim nächsten Mal werde ich ihn euch zeigen. Falls es nicht einer aus der Jugend ist, weil die Jugend verändert sich ja bei jedem Spielstand. Assistenten leben wir mal dran. Ja, ich glaube, schöne Felder wirken. Schlechte, schöne Felder. 17. Eine Größe von 1,79. Ja, nicht unbedingt. Naja. Werden wir dann schon sehen. Lukas Rupp. Ja, wird immer nur rot angezeigt, wird schwer. Wird schwer, Leute. Wird sehr, sehr schwer. Bevor wir das Spiel aber starten, würde ich mich noch gerne im Transfermarkt umschauen. Und zwar einen offensiven linken, einen offensiven Mittelfeldspieler. Würde ich mir vielleicht gerne noch einen ranholen. Ja, kommt drauf an, wie teuer, aber wir haben noch ein Transferbudget von 1,5 Millionen und da sollte schon das eine oder andere dabei sein. Lukas Maricek. Lukas Maricek. Ja, Celko. Kenne ich. Machen wir mal das anderste. Und zwar so nach Positionen sortieren. Gehen wir weiter runter. Ah, oh, da haben wir schon. Draxler wäre natürlich ja
Bombending, aber ist mir zu teuer. Und Stefan Hoffmann für sein Alter 30, wie es auch unbedingt gesucht habe. Florian Trinks, ich will für Bremen, das weiß ich. Schauen wir uns mal schnell den Herrn Groß an von Bremen. Spielt rechts Mittelfeld. Schade. Oder war? Ja doch. Na. Oder? Hat aber leider nur 3 Sterne. Bescheiden mit 4,5 Sterne. Ja doch, mit 3,5 Sterne. 3,5 Sterne sollte er schon haben. Ivan Chips, der auch was. Oh, ist wieder so teuer. 2,3 Millionen. Schauen wir mal. Komme ich denn für 1,5 oder 1,3? Der wird sich wieder melden. Schauen wir mal weiter. Da ist einer 17. Ah ja, habe ich mir glaube ich schon mal angeschaut, ne? Saliovic, brauchen wir gar nicht damit reden. Okay. Petit, für Köln. Ja, für Köln. Ja, ist jetzt auch egal. Dann würde ich sagen, treffen wir uns wieder beim Textmodus. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Dann würde ich sagen, starten wir gleich, ohne viel zu reden, den Textmodus. Und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Geht raus und spielt ordentlich Fußball, kann ich Ihnen leider nur sagen, weil ich da einfach nicht die Ansprachpunkte dafür habe wie die anderen drei. Ja, wird schon irgendwas bringen. Die Liga vor dem Start in die neue Saison. Wie sehen Sie die Perspektiven hier, Heinkes? Meine Spieler brennen, ich habe noch nie ein Team gesehen, die so heiß auf den Start war. Vor allem erwarte ich daher viel Einsatz. Selbstvertrauen steigt um 1 und die Fanbeliebtheit. Dann starten wir mal. So, willkommen zum Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Und da ist schon der Lattenschuss von Dante wahrscheinlich abgefälscht. Lese ich ihn mal vor. Ecke von rechts, Eiern Robben. Dante will die Ecke von Eiern Robben per Kopf klären, aber trifft dabei die Latte. Das ist ein Torres. Gut, 15 Minuten gespielt. Keine zwingende Torschanze bei unserer Seite. Ja, solange es 0-0 steht, passt es ja. Gegen Bayern habe ich mal eigentlich vorgenommen. Oh, da eine Chance für uns. Oh, Ecke von rechts, Dante. Dante zirkelt den Eckball von der rechten Seite mit viel Effekt in den 5-Meter-Raum. Und da ist das Tor für Bayern 1-0 durch Mario Gomez. Ja, ich muss wahrscheinlich schnell was ändern an der Taktik. Und zwar Teamvergleich. Und an Gomez stelle ich mal an Nordfeit ran. An Robben, an Hermann. Und an Ribéry, an Herrn Reus. So, da ist so gehen, dass wir nicht mehr so viel Torschanzen kriegen, dass wir vielleicht doch den einen oder anderen Punkt holen. Dann sage ich mal Konzentration, dass es nicht total in die Hose geht. Da wieder und das 2-0 für Bayern durch Lahm. Ja, da geht schon los, gell, mit dem Abstiegskampf. Bin ich mal gespannt. Mein persönliches Ziel ist ja irgendwie so 7. oder 9. Das war um den Dreh herum war schon nicht schlecht für Borussia Mönchengladbach. Da, Ding. Oh, Borussia Mönchengladbach hat die Chance zum Anschluss. Versäumt es aber. Da noch eine Chance. Glanzpirade von Neuer. Ja, die hätten jetzt drin sein müssen. Bayern hat auch ordentlich Übergewicht. 58%. Ich muss sie unbedingt motivieren. Neustädt mit einer 5,0, den werde ich dann eher rausnehmen. Wichtig ist auch, dass ich die hinteren Leute müsste ich eigentlich gar nicht motivieren, die sind eigentlich nicht mehr so schlecht vor den Noten her. Leitner werde ich motivieren, so. Man merkt, dass die Spieler von der Kulisse beeindruckt sind. Einigen geht's ganz schön der Stift. Ah, okay. Ich werde Neustädter rausnehmen, dafür Nordfight bringen.
und die anderen lasse ich mal so spielen, wie es war. Der steht mit einer 3,5. Ja, gut. Notfall für Neustädter. Schauen wir mal, wie es läuft. Zweite Halbzeit am Pfiff. 50. Minute. Wiener Stand für Bayern. Ist es 3:0? Nein. Da ist es 3:0 für Bayern von Gomez. Oh, das wird heftig. Eine heftige Niederlage. Oh, wo wird das wohl hingehen? Geht drauf, Leute, komm. Nee. Riesenschanze in München. Bei München kontert. Der Stegen erreicht den Ball mit den Fingerspitzen. Klasse, ganz bereit ist der Stegen. Jo. Wir haben noch keine so richtig zwingenden Torschancen gehabt. Da hatten wir wieder eine Chance, den der Stegen vereitelte. Gut, 3:0, jetzt nicht unbedingt das Ergebnis, was ich sehen wollte. Kommen wenigstens ein Tor oder so. Ja gut, bis zum... Ja gut, dann wechseln wir mal aus. Bobadilla für Di Camargo. Di Camargo. Und Zimmermann für Bukele. Na, Bukele ist nicht schlecht. Den nehmen wir drin. Das ist nicht so gut. Reus. Ungewohnt schlecht. Max für Leitner. Max dann zentral und ja. Gut. 3:0 gegen Bayern. Heftig. Ja gut, ganz klar. Gladbach ist ein Abstiegskandidat. Schauen wir mal, ob wir das zu verhindern wissen. Da die Chance für uns. Oh, so eine muss rein, Leute. Das war eine Zentimeterentscheidung. Yoki Otsu steckt den Ball schön auf Raul Bobadilla durch. Aber die Fahne des Assistenten ist sofort oben. Abseits. Schade. Sag ich nochmal, geht drauf, Leute. Vielleicht bekommen wir doch noch eins. Komm. Oh nein, nicht für Bayern. Für uns. Für uns. Kommt schon, Leute. Ja, Rafinha kommt jetzt für Philipp Lahm. Das juckt mir jetzt in dem Moment nicht. Nachspielzeit 2 Minuten. Und das ist auch schon vorbei. Der Schlusspfiff. Wir verlieren. Nicht enttäuschend, war irgendwie zu erwarten. Gegen Bayern mit 3:0. Leute, 3:0. Zitat des Tages kommt von Gomez. Ich bin dankbar für dieses Spiel und die Tore, die ich erzielen durfte. Ja, was sagt der Jupp Heynckes? Wir wollen eigentlich einen Punkt mitnehmen, aber wir haben das Spiel durch einige individuelle Fehler wieder entschieden. Der FC Bayern München hat den Ball schnell und gut laufen lassen. Meine Mannschaft ist nicht zwingend in die Zweikämpfe gekommen. Der Sieg war verdient. Ja, sehe ich genauso. Spielstatistiken. Kein einziger von uns dabei. Torschützen, Gomez dritter. Götze erster. Ja gut. Bitburger. Michael Lasoga wäre auch einer. Ist aber auch so teuer. Welchen Platz haben wir jetzt? 17. Gegen wen spielen wir nicht das? Es gab Beschwerden wegen der geringen Anzahl der Toiletten. Ja, wo willst du dann noch? Geben wir eigentlich mal 100, das ist eh die Maximalsumme. Sie haben in einigen Bereichen Mitarbeiter, die nicht mit dem Standard ihres Vereins entsprechen. Ja, ist mir jetzt egal. Dann gehst du mal weiter, ne? Ivan Cic will anscheinend nicht zu uns. Moritz Leitner wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Wusste ich schon, ja, interessiert mich jetzt nicht. Ja, Leute, Stuttgart. Könnte eigentlich ein Punkt oder so drin sein, ne?
TSG Hoffenheim. Und wenn mich an Ruhl Braus interessiert. Ja, den kriegen sie aber nicht. Wenn, was ist abgeschlossen? Bürogebäude ist abgeschlossen. Schön. Aha, Braus brauche ich aber selber. Da wird mir fast, wird mir irgendwas grün angezeigt? Nee. Cool. Wird schwer. So. Mit. Dann sage ich mit dieser Tabelle wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal.